Seit dieser Woche sind in Bayern Herbstferien und damit startet auch das erste Mädchenmusikcamp hier in München. In einem viertägigen Workshop lernen die 11- bis 17-Jährigen alles über Gesang, Bandarbeit, Rap und Songwriting. Das Aufwärmen war sehr interessant. Mit dem ganzen Körper haben wir sehr viel uns bewegt und ja, zusammen singen und so über Harmonien sprechen und so. Die 14-jährige Manouche hat schon eine genaue Vorstellung von dem, was sie in den nächsten Tagen alles lernen möchte. Ich erhoffe mir, dass ich eben Erfahrungen mitnehmen kann und dass ich eben, zum Beispiel bei mir ist es mit der Bruststimme so, dass ich da sicherer werde und dass ich einfach sicherer werde im Allgemeinen. Und damit das funktioniert, gibt's 4 Münchner Profimusikerinnen, die als Dozentinnen ihr Wissen an die Kinder weitergeben. Also einerseits sind die aus einem Pool vom Verband für Popkultur, also das heißt, es sind Musikerinnen, die schon Erfahrung haben einfach in so Workshops und zum Beispiel die Maria Mohling, die macht Bandcoaching oder die Tiger Trese, die Rap und Songwriting macht. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine Absolventin unserer Berufsfachschule für Musik ausgewählt, weil wir wissen, dass sie das einfach ganz toll macht und selber ganz tolle Bandprojekte hat. Zum ersten Mal veranstaltet der Verein Neue Jazz School München das Projekt auf Initiative des Verbands für Popkultur in Bayern. In unterschiedlichen bayerischen Städten gab es das schon, in München in der Form noch nicht. Und wir dachten, dass es wäre wirklich gut, das nach München zu holen, weil wir gemerkt haben, in Bandproberäumen von Jugendzentren, da sind doch mehr die Jungs am Werk und nicht so die Mädchen. Die trauen sich irgendwie noch nicht so richtig nach vorne. Und wir wollen Mut machen, eine eigene Band zu gründen, eigene Songs zu schreiben, zu rappen, auf eine Bühne zu gehen. Und einfach auch zu merken, dass Musik machen wirklich das Selbstbewusstsein auch steigert. Am letzten Camptag gibt's ein großes Abschlusskonzert vor Familie und Freunden. Dort zeigen die Teilnehmerinnen im Jugendzentrum Aquarium, was sie in den vergangenen Tagen alles gelernt haben.